Dann sehen wir ja weiter. So, wir haben jetzt hier. Machen wir es mal so, dass es wieder symmetrisch ist. Oder ne, warte mal. Das braucht ja nicht symmetrisch zu sein, weil es ist symmetrisch. Passt auf. Perfekt. Jetzt muss es nur noch hier passen. 3er. Den 5er. Das bedeutet 1, 2. 1, 2. Das ist in der Mitte ein 5er. Fünfer ist auf jeden Fall besser. Können wir hier unten das Lager reinmachen. Autsch. Au. Nein. So. Gibt's doch nicht. So, haben wir hier die zwei. So, hier noch den Eingangsbereich. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Erstmal was essen. Ich weiß nicht, was mit meiner Maus ist. Sie hat eine volle Batterie und hier auch schöner Zoom. Aber wir springen ins Bett. Bevor hier irgendjemand zum Zombie wird. Bam. Immer noch 20 Grad draußen. Wir haben es nach 20 Uhr. Also jetzt im realen Leben. Das Lied kam lange nicht mehr. So, ziehen wir mal den Balken hier rum. Aha, aha. Balken. So. Na komm. So. So. Hallo. Hier ein Balken. Und zwar ist dann hier ja auch was. Ich mach das jetzt mal einfach so. Das müsste eigentlich passen. Jetzt tun wir hier nochmal Beleuchtung anbringen. Genau, hier kann man nichts anbringen, aber hier und da. Der Boden ist so gut wie möglich ausgeleuchtet. Ich tue hier noch mal ein paar Fackels hin. Und dann können wir eigentlich schon hier anfangen. Mit was fangen wir denn an? Mit Braun auf jeden Fall. Unten Braun passt. Erdgeschoss, Wohnung ist Braun. Hey. Ein hübsches Lied. Du, du, du. So. So. Perfekt. Ich das so machen? Ich mache mir das mal einen Spaß draus. Ich mache das jetzt wirklich mal so. Mach die zwei Eingänge mal hier hin. So und so. Dann
Da gibt es einmal einen Privateingang und einmal einen öffentlichen Eingang. Jetzt sind wir schon out of braun Lehm? Ne, haben noch einen Stack. Super. Kommen wir auf jeden Fall noch rum. Kann auch nicht kaputt gehen, dass wir den mit Behutsamkeit abbauen müssen oder irgendwie so. Wird die Folge mal ein bisschen länger werden. So. Nein. So. Das wird ein großes Fenster. Oder so. Perfekt. Meine lieben Freunde, nach dem Strapazen war es das erstmal für diese Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ich tue mal das Bett hier rüber. Guck mal, hier ist auch eine Werkbank. Ich lege mal das Bett hier so hin. Und den Ofen auch. Ich habe da was vor. So, den Ofen hier. Da können wir jetzt auch eine Werkbank. Ich glaube, die haben wir dort schon. So. Du mal schnell die Kiste umräumen. Ich brauche die Kiste. Da ist er. So, einfach mal einräumen. Es wird schon das Richtige dabei sein. Guck mal, hier ist eine Tür, die können wir gleich mal mit rausnehmen. Das tun wir auch mal hier. Das passt nicht mehr rein. Okay, die Tür hier, bam. So. Gleich mit die andere Truhe. Die haben wir auch schon mit, glaube ich, mit aufgesammelt hier. Die haben wir schon mit aufgesammelt, bam. Aber das wird hier wahrscheinlich nicht langen. Da bräuchten wir wahrscheinlich noch eine zweite Truhe, obwohl das kann in den Ofen. So. Und das ein bisschen Stein. Mehr irgendwo überschüssiges Holz. Hier haben wir überschüssiges Holz. Machen wir mal noch zwei Trüchen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dalala, ididi. So. Die tun wir mal hier oben drüber. Und tun das ja den Rest hier noch rein. Die Ohr behalten wir mal im Inventar. So. Wir sind jetzt soweit gekommen mit der Schäferei. Ich verabschiede mich hiermit und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Adieu. Euer Jesus. Ciao, ciao.